Willkommen zur vielleicht letzten Folge von GTA 3. Wir sind hier beim C und gucken uns die Mission mal an, die Übergabe. Si, si, bueno. Pa' que es idiot? One of these Scarface idiots. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! Schnapp dir Catalina. Ach du Scheiße. Da war noch Schutzweste. Wo muss ich denn jetzt hin? Um Catalina zu finden, folge dem Hubschrauber. Toll, wir haben nur eine Pistole. Ich freue mich ja. Hä? Achso, das war die Mission, wo die da landen. Gut, wir haben 6 Minuten. Ich glaube, es wäre ganz praktisch, wenn wir uns unser Präzisionsgewehr holen. Boah, ich musste gerade überlegen, wo ich langfahren muss. Ach du Scheiße. Ein Glück. Haben wir alles dabei. Haben wir eine Karre hier drin? Nein! Entschuldigung, aber ich brauche die Karre. Wenn wir Glück haben, haben wir noch 3,5 Minuten, bis wir in diesem Gebiet sind. Oh Gott. Hab mir da nicht die beste Karre für ausgesucht. Also Notiz, falls wir das wieder machen, ein schnelles Auto in die Garage stellen. Wie kommen wir denn jetzt am besten... Oh, ich hätte anders fahren müssen. Shit. Da kommen wir auch nicht rüber. So viel zum Thema der 3,5 Minuten. Karre schliert. Oh, hoffentlich packen wir das noch.
Mann, oh Mann, oh Mann. Was machst du hier, ey? Scheiße. Ich frage mich, wie wir die hätten ausschalten sollen ohne Scharfschützengewehr. Okay, fahren wir erstmal noch weiter und wir könnten Röckchen fertig machen. Wo sind die hin? Zwei Minuten noch. Oh oh, da haben wir noch einen übersehen. Was? Was nu? Get this thing airborne! Jetzt haut natürlich der Hubschrauber ab, aber da oben war. Oh Gott. Da oben war ein scheiß Raketenwerfer. Oh oh. Ich komm nicht raus. Scheiße. Alter, die treffen uns und wir kennen ein bisschen die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay. Und das Schlimme ist, die Kohle ist auch weg. Alter, wie sollen wir denn... Scheiße. Scheiße. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Versuch und der müsste klappen. Das geht nicht, da muss ich abspeichern und jedes Mal dann neu laden. Das ist ja sowas von beknackt. Okay, ich denke mal, es war schon mal ein ganz guter Plan, dass wir unseren Krempel hier abgeholt haben. Es muss bloß schneller gehen und ja, keine Ahnung, das hätte man besser machen können. Da oben lag auf jeden Fall ein Bazooka und Raketenwerfer. Und ich weiß gar nicht, ob der Helikopter jetzt letztendlich geflohen ist oder uns da beschossen hat. Gut, ich würde sagen, wir speichern. So, zack, zack, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wann ich das Ganze gespielt habe. Freigeben werde ich es wahrscheinlich erst wesentlich später. Upp. Nee, obwohl ist eigentlich scheißegal, ob wir die Karre nehmen oder nicht. Sag mal, brauchen wir den nicht noch in der Garage? Scheiße. Ich lasse das jetzt. Nachher schaffen wir die Mission nicht und dann wäre es eh umsonst gewesen.
Aber gut zu wissen, wie die aussieht. Der Sack. Gut, probieren wir es gleich nochmal. Wann sind denn hier noch welche, verdammt? Gut, diesmal haben wir wieder ein paar Sekunden gut. Weil ich jetzt einfach hier schon mal abbiege und den Scheiß drauf gebe, den jetzt zu verfolgen. Danke. Nächstes Mal nehme ich doch lieber wieder die erste Karre, die da bei der Villa steht. Weil ich glaube, dann erscheinen die am Tor erstmal nicht. Und Schutzweste bekommen wir eh hier. Diesmal was wird. Ich bezweifle es. Komisch, dass wir jetzt trotzdem gleich wie Kugel haben. Eigentlich müsste doch jetzt... Oder wird das nur einmal abgezogen? Mal gucken, ob es abgezogen ist, ob wenn wir gestorben sind. Ja, hatten wir das Lied nicht eben schon oder bin ich jetzt gerade ein bisschen doof? So, jetzt spare ich mir, glaube ich, die Musik auch. Ich konzentriere mich lieber ein bisschen. So, und die schalte ich lieber auch aus. Okay, geht nicht. Oh, da ist sogar ein Scharfschützengewehr. Schon einer. Get this thing airborne.
Ups. Doofe Angewohnheit. Oh oh. Okay, wir haben jetzt die Bazooka. Was mit dir hier? 3 Schuss. Ist ja lächerlich. Wow. Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because you know, I love you. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Jo, das ging jetzt doch schneller als gedacht mit GTA 3. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so kurz vor immer das Spiel zu spielen. Vielleicht habe ich es dann sogar geschafft. Keine Ahnung. Aber das war jetzt doch ein bisschen enttäuschend. Wir hätten uns sogar die Fahrt sparen können zum Haus. Wir haben ja gesehen, dass das Präzisionsgewehr dort liegt. Dann hätten wir sogar noch ein paar Sekunden mehr Zeit gehabt. Aber letztendlich sieht man hier, was wieder Anfang letztendlich vom GTA in einer 3D-Welt war. Und so zog sich das ja auch noch ein bisschen hin. Ich weiß nicht, wie GTA 5 wirklich ist, weil es nicht selber gespielt habe bis jetzt. Und selbst GTA 4 habe ich auch nur mal angezockt. Das werden wir aber alles noch nachholen. Ich hoffe ja, dass ich irgendwie auch noch GTA 1 zum Laufen bekomme, weil das ist neben Vice City mein Lieblingsteil der Reihe tatsächlich. Auch wenn es natürlich von der Vogelperspektive ist und grafisch mal noch gar nicht mehr aktuell, aber das war Teil 3 jetzt auch nicht unbedingt. Trotzdem hat es mega Laune gemacht, außer jetzt die vorletzte Mission, die hat mich ganz schön angekotzt. Ich weiß gar nicht mal wieso. Aber irgendwie fand ich so scheiße. Die ging jetzt sogar, obwohl wir auch jetzt den zweiten Versuch gebraucht haben. Ich habe damit gerechnet, es wird noch härter. Gut, ich lasse mal die Credits-Seite durchlaufen und dann sehen wir uns definitiv noch in einer weiteren Folge, weil dann will ich noch die Villa erkunden. Ich hoffe, da kommen wir jetzt rein und wir können uns noch mal die Statistik angucken. Ich sag schon mal Spitze, bedanke mich. Bis dann.